Hey YouTube, hier ist Danny Marco Entertainment. Mein Name ist Danny Marco und ihr seht den Vlog Nummer 30. Und heute sogar mit ein paar Themen, die habe ich mir auch hier auf meine schönen Danny Marco Entertainment Karten aufgeschrieben, die ich mir gemacht habe oder habe machen lassen. Von einem Fotoautomaten. Ja, egal. Themen für den Vlog Nummer 30. Das erste Thema natürlich. Ich habe bei einem Videoprojekt mitgemacht von einem anderen YouTuber. Der andere YouTuber nennt sich Keoma02. Wer ihn noch nicht kennt, schaut mal auf seinen Kanal. Unten in der Videobeschreibung. Und da habe ich mitgemacht bei der Videoreihe Bekannte YouTuber erzählen über Filme, die sie meist nie gesehen haben. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, schaut dann wieder auf seinen Kanal. Und da müssten wir es auch schnell finden. Oder schaut einfach hier irgendwo im Bild oder in die Videobeschreibung. Da habe ich euch den Link mal reingehauen, ne, für das Video. So. Da gab es ja auch jemanden, den ich dafür eingeladen habe. Extra hier, um mit kurz in meinem Video mitzumachen. Wer schon gesehen hat, kennt diesen Mann, den Herrn Sowas von Egal. Der heißt wirklich so. Also man könnte denken, er will seinen Namen vielleicht nicht sagen, aber der Mann heißt wirklich so. Sowas von Egal. Er ist wahrscheinlich adlig oder so oder hat hier irgendwie, keine Ahnung, adlige Wurzeln oder so. Keine Ahnung, oder Kaiser, Lord, keine Ahnung, egal. Auf jeden Fall heißt er wirklich sowas von Egal. Der Mann, den konnte ich dafür einladen, dass er kurz mal einen Teil von diesem Video macht. Vielleicht lade ich ihn nochmal zu irgendeinem anderen Video ein. Ich habe ja bald das 100. Video. Das ist jetzt, glaube ich, schon das 86. jetzt, was ihr hier seht. Ich glaube, ich muss mal langsam was überlegen für das 100. Video. Vielleicht lade ich da den Herrn Sowas von Egal nochmal ein. Vielleicht auch vorher schon mal schauen. Wer es noch nicht gesehen hat, das Video da mit dem Sowas von Egal. Bei Kiyomo02 seht ihr in dem Video. So, durch das Video bei Kiyomo02, wir sind immer noch beim Thema Kiyomo02, da habe ich ja ein paar Abonnenten dazu bekommen. Die möchte ich erstmal ganz recht herzlich begrüßen. Schön, dass ihr mich abonniert habt. Dass euch meine Videos gefallen haben oder dass euch das Video von mir gefallen hat und ihr vielleicht Herrn Sowas von Egal nochmal sehen wollt. Schön, dass ihr mich abonniert habt. Einer ist mittlerweile wieder weg, aber ich weiß nicht, ob das für denjenigen war oder so oder keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich da ein paar Abonnenten dazu bekommen. Wir kommen langsam aber sicher an die 100 Abonnenten ran, was mich freut, weil dann muss ich auch davon noch ein Special machen. Da habe ich bald das 100. Video und vielleicht auch bald die 100 Abonnenten geknackt. So, ja, warten wir mal ab. Auf jeden Fall schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr mich abonniert habt. Und ein paar Hater-Kommentare habe ich auch drunter gekriegt. Also nicht direkt Hater-Kommentare, aber schon so ein bisschen so, die in die Richtung gehen. Und dann meine Videos, naja, mit mehr Abonnenten kommen auch mehr Hater, ne? Okay, wie dem auch sei, danke, dass ihr mich abonniert habt. Danke, dass ihr meine Videos schaut, dass euch meine Videos gefallen. Und ja, ich laber sonst wieder viel zu viel. Ich muss jetzt mal weitermachen. Das Thema Abonnenten haben wir auch abgehakt. So, ihr habt ja mein Unboxing gesehen von diesen zwei Sachen. Von meinem iPhone und meiner Tasche dafür. Und da habe ich noch ein Unboxing parat. Da geht es unter anderem um dieses Teil hier. Sieht sehr lustig aus. Das Unboxing kommt auch noch die Tage. Von diesem Teil hier. Und ja, das werde ich dann auch bald hochladen. Die Tage auf jeden Fall. Das ist schon gedreht. Dazu wird es dann auch noch dann dementsprechend eine Review geben. Ich glaube, zum iPhone 4S muss man keine Review mehr dazu machen. Auch nicht zu iOS 6. Das ist irgendwie total unsinnig. Das macht irgendwie jeder gut. Unboxing macht auch irgendwie jeder. Aber ja, iOS 6 kennen wir jetzt vom iPhone, von Dingen hier, vom iPad 3. Ich habe zwar nur das iPad 1, aber ja, egal. Kennt man, glaube ich, schon. Muss ich nicht extra machen. Vielleicht von der Tasche noch eine Review auf jeden Fall, weil die Tasche ist recht interessant. Da machen wir auch noch eine Review dazu. Jetzt packe ich dann mit rein, wenn ich die Review zu den anderen Sachen mache. Aber erst muss ja mal das Unboxing kommen. Ne? So, ich bin quasi eigentlich fertig mit meinen Themen. Deswegen sage ich, das war der Vlog Nummer 30.
Das 86. Video, bald haben wir die 100 voll. Ich sage nochmal Dankeschön, dass ihr meine Videos schaut, dass die euch gefallen, dass ihr fleißig immer kommentiert, wenn ihr Lust habt, und Daumen hoch gebt und so und Daumen auch runter gebt. Eure ehrliche Meinung ist natürlich wichtig, damit ich weiß, was kann ich anders machen oder was auch nicht. Und ja, jetzt bin ich gerade in eine komische Rolle abgedriftet hier. Na egal, das war's mit meinem Vlog Nummer 30. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Das war Danny Marco für Danny Marco Entertainment. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, Morgen, wann ihr das Video auch mal seht. Eine schöne Woche auf jeden Fall. Freut euch auf das Unboxing der anderen Sachen, die ich noch habe. Und vielleicht kommen in der Zukunft noch ein paar mehr Unboxings, weiß ich nicht, mal schauen. Auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Das war euer Danny Marco für Danny Marco. Ich hab's auch richtig gesagt. Für Danny Marco Entertainment. Und denkt dran, I love to entertain you. Das war's von mir. Ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und bis dann.